Open Data Abend, aktueller Stand von Open Data bei der Stadt Nürnberg. Ich habe lange überlegt, ob ich zusag, weil ich habe jetzt nicht die großartigen Sachen zu präsentieren, wie das vielleicht in anderen Städten schon ist. Die Stadt Nürnberg beschäftigt sich mit Open Data auch schon länger. Aber jetzt kommen wir so den großen Sprung von der Theorie zur wirklichen Praxis und in die tiefen Gräber und Datengräber einer Stadtverwaltung. Ich habe nicht ganz unbewusst dieses Bild vorne gewählt. Wer es erkennen kann, das sind so Hängeregister. Auch das ist durchaus noch Realität in der Stadtverwaltung bei etlichen Daten, die wir haben. Also es gibt auch durchwegs auch noch Daten, die wir noch gar nicht elektronisch zur Verfügung haben. Also das ist absolut abhörsicher und wird auch noch auf Karteikarten geschrieben, die schon seit 1920 in den Schränken hängen. Also auch sowas gibt es. Nur damit man so mal die Bandbreite sieht, die da noch passiert. Aber natürlich sind bei uns die meisten Daten auch umgestellt. Ich will so auf ein paar Themen eingehen, auch wirklich nicht sehr lange. Ich denke, wir können das dann mit Fragen, versuche ich dann auch darauf einzugehen, das zu erklären, was vielleicht an Interesse ist. Ich will ganz kurz ein bisschen was zum Auslöser der stadtinternen Diskussion zu Open Data sagen, also wie das bei uns passiert ist, wer da im Moment daran beteiligt ist. Dann einen ganz kurzen Blick auf mögliche Vorbilder, an denen wir uns so ein bisschen orientieren, wo es unsere Reise hingehen könnte. Das Thema Katalogsystem kommt, glaube ich, im zweiten Vortrag auch noch mal ein bisschen so, wenn ich es richtig verstanden habe, Aufbereitung der Daten, wie können die klassifiziert werden und so weiter. Das ist für uns auch ein relativ großes und wichtiges Thema. Aktueller Datenbestand, zeige ich ein bisschen was dazu. Es ist eigentlich schon sehr gut eingeleitet worden an ein paar Beispielen, dass es viele Themen gibt, aber dass es eben noch praktisch fast nichts Maschinenlesbares gibt. Das ist auch tatsächlich unser Hauptproblem. Die Lizenzfrage ist vorhin auch schon ganz kurz angeklungen. Und wo stehen wir, was machen wir so als nächstes? Auslöser der stadtinternen Diskussion war genau die These, die gesellschaftliche, die aufgekommen ist mit der Open-Data-Bewegung. Öffentliche Daten gehören dem Steuerzahler. Also müssen wir alles veröffentlichen, was an Daten da ist und nicht unter den schützenswerten Bereich fällt. Die Diskussion ist natürlich relativ weitgehend, ist natürlich auch nicht ganz schlüssig, weil auch nicht jedes Müllauto, was außen steht, jeder einsteigen kann und damit rumfahren kann, obwohl es der Steuerzahler bezahlt hat. Da gibt es schon auch noch ein paar Regeln, dass nicht alles, was vom Steuerzahler bezahlt wird, einem Individuum dann gehört. Bei den Daten ist es natürlich schon mal weitergehend, weil es natürlich auch gesammelte Daten sind. Generell ist bei uns in der Stadtverwaltung aber inzwischen das auch durchaus angekommen und wird auch unterstützt, dass ein Großteil der Daten, wo es möglich ist und wo wir keine lizenzrechtlichen Probleme haben, auch in den Weg gehen soll der Freigabe. Also von daher ist es zumindest die Richtung aufgegriffen. Wir haben auch schon relativ viel offene Daten rumstehen. Die angesprochenen Luftmesswertdaten, die gibt es seit 1996 im Netz, mit einer Stundenmessung von den einzelnen Stationen. Seit ungefähr 2000 gibt es als CSV-Dateien, die stündlich aktualisiert werden. Also die sind jetzt nicht super maschinenlesbar, aber sie sind zumindest verarbeitbar. Und von den drei Messstationen, die uns gehören, und wir stellen jetzt auch noch die andere Messstation mit ein, die dem Staat gehört, also Bundesmessstellen und Landesmessstellen. Da haben wir aber das Problem, dass uns die Daten nicht gehören. Also da sind wir sozusagen auch bloß wieder der Überbringer der Daten, aber eigentlich sind wir nicht im Besitz. Das passiert ganz häufig mit Daten, die wir haben, dass wir nicht die alleinigen Besitzer sind oder auch das Zustandekommen der Daten nicht nur durch kommunale Mittel passiert, sondern dass halt andere Behörden auch beteiligt sind und das dann manchmal durchaus kompliziert ist, da die wirklichen Lizenzfragen zu regeln, wer dann noch welche Lizenzen an den Daten hätte. Der eine Auslöser war dann ganz aktiver mit der OSBF zusammen einen Workshop gemacht gehabt und Microsoft in Bezug auf die Open Government Data Initiative von Microsoft, da sage ich nachher noch kurz ein bisschen was dazu, und ganz generell in der Stadtverwaltung hat sich vor 2 Jahren eine Arbeitsgruppe gegründet, die heißt NetCity. Und diese Arbeitsgruppe ist praktisch angesiedelt über alle Dienststellen hinweg, hat so als Aufgabe zu gucken, wo kann in der Stadtverwaltung ja innovative EDV starten, wo können wir IT-Projekte voranbringen,
die Themen, wo wir im Moment daran arbeiten. Ein großes ist E-Partizipation. Wir haben es jetzt vorhin mit der Luftmesswertkarte, wo wir gesehen haben, das war eine der E-Partizipationen, die gelaufen ist. Jetzt vor kurzem war diese Radstände in der Südstadt. Also wir versuchen halt jetzt an verschiedenen Stellen mal auszutesten, wie E-Partizipation funktioniert, wo Grenzen, Möglichkeiten sind, einfach Erfahrungen jetzt auch zu sammeln. Wir sind gerade dabei, so ein Anliegenmanagement, diese berühmten Dreckweg-Applikationen aufzurufen oder so Schadensmelder. Da geht es gerade in einem Thema drum. Open Data ist ein Arbeitsbereich dieser städtischen Arbeitsgruppe. Free Wi-Fi hat wahrscheinlich jeder jetzt gerade mitgekriegt, gerade die Diskussion in Nürnberg mit Kabel Deutschland oder Freenet oder anderen Franken-Wi-Fi, was auch immer da im Moment in Nürnberg an Diskussionen in den letzten Wochen gelaufen ist. Da versuchen wir im Moment auch ein paar Lösungen zu finden, wie vielleicht ein zentrales Wi-Fi-Netz in der Innenstadt aussehen könnte. Also das ist sozusagen die antreibende Gruppe, die auch hinter diesen Open-Data-Bewegungen dann steht. Wir sind keine Entscheider, sondern wir sind sozusagen auch so eine Art Think-Tank, der versucht, überhaupt mal Ideen zu sammeln, Ideen einzubringen in die Stadtverwaltung. Und dann ist unsere Aufgabe in den großen Gruppen der Dienststellenleiter, wir haben 60, 80 Dienststellen mit einzelnen Verantwortlichen, mit denen dann sozusagen diese Themen aufzugreifen, zu unterhalten und die zu motivieren, vielleicht damit einzusteigen, Daten zu liefern. Und genau das ist jetzt auch die Phase, die gerade bei uns im Open-Data-Bereich stattfindet. Zum Katalogsystem. Eine der ersten Fragen, die bei uns zum Open-Data auch kam, ist, wo stellen wir die Daten bereit? Was nehmen wir für ein System? Wie gliedern wir solche Daten, die wir bereitstellen? Wir haben ganz schnell festgestellt, alles, was wir so gesehen haben, ist immer relativ schnell unübersichtlich geworden von den Datenmengen und auch von dem und auch eine bestimmte Beliebigkeit der Daten, die eingestellt worden ist. Also es ging immer so, unser Gefühl war oft, wenn wir andere Städte angeguckt haben, gerade zum Beispiel Berlin oder Köln am Anfang, jetzt ist es wesentlich besser, aber da sind halt Daten eingestellt worden, die gerade zufällig da waren. Und wenn es irgendwie die Entleerung der Rasenmäher am Grünstreifen war, wie häufig das in der Woche passiert. Aber das waren halt Daten, die da waren. Also hat man sie reingestellt und man hat Open Data gehabt. Das war für uns irgendwie so, ist das der Ansatz, dass wir alles, was jetzt halt gerade zufällig da ist und relativ belanglos ist, reinstellen in jeglicher sinnloser oder nicht sinnhafter Wertigkeit gegenüber dann. Parallel war der Datensatz zum Beispiel zu den Ausgaben der Stadt im Jahr 2012 gestanden. Und die waren irgendwie gleichwertig nebeneinander. Das war für uns immer so eine Frage. Das würde mich auch heute Abend einfach mal so interessieren aus den Erfahrungen, ob schon jemand mit den Katalogen Erfahrung gemacht hat, die es gibt und was man da bevorzugt. Was sich aus unserer Sicht gezeigt hat, sind halt so die Frage des fertigen Katalogsystems, zum Beispiel SICAN, was sich sehr häufig durchgesetzt hat, was ganz viele Städte zumindest verwenden und öffentliche Einrichtungen oder auf SICAN basierende Systeme dann halt einsetzen als Katalogsystem gegenüber halt Systemen, die wir als Redaktionssystem, wir haben ein eigenes Redaktionssystem, wir könnten viele Sachen auch aus unserem Redaktionssystem heraus generieren und nicht auf einen anderen Themenkatalog setzen. SICAN hätte wieder die Verbindung dann, dass es einen Austausch mit anderen SICAN-Systemen gibt, wo ich dann zum Beispiel dann wieder auf die nächsthöhere Ebene, Bundesebene, europäische Ebene, so zumindest ja die Idee der Planung im SICAN, auch Daten einfach nach oben wieder weitergeben kann und sozusagen hochspielen kann in größere Katalogsysteme. Das war sozusagen der eine Weg mit SICAN und parallel zu dem Projekt mit der OSBF, sind wir jetzt dann auch dabei, gerade eine zweite Variante zu testen über die Azure Cloud, von Microsoft eine Datenbereitstellung zu machen mit maschinenlesbaren Daten, wo wir jetzt mal mit einzelnen Datensätzen gerade anfangen. Da wollen wir bis Ende Dezember, sage ich nachher noch mal ganz kurz was dazu, so eine erste beispielhafte Datenumsetzung haben, unter anderem von diesen Umwelt- und Luftmessdaten, weil die halt jetzt einfach die sind, die auch am meisten nachgefragt sind. Bei uns ist es im Augenblick so, dass wir schon relativ viele Daten selber im Netz haben. Was wir eben aber an Open Data nicht erfüllen, zum einen ist die Lizenz nicht geklärt bei der Veröffentlichung.
Das heißt, wir haben im Augenblick in der Stadt Nürnberg ungefähr 160 Mini-Webs, heißen die bei uns, also eigene Dienststellen-Webauftritte mit einer Größenordnung von ungefähr 12.000 Webseiten und ungefähr 25.000 bis 30.000 Dokumenten, die bei uns im Netz stehen. Also das ist schon ein relativ großer Block. Davon sind natürlich auch ganz, ganz viel Open-Data-Daten. Klar, die Finanzen sind offengelegt im Prinzip. Es gibt die Haushaltsdaten, den Haushaltsplan kann man sich runterladen als PDF. Der ist ein paar hundert Seiten dick. Das ist auch in echt so ein Oschi. Das sind drei dicke Kataloge mit allen Daten. Die stehen aber halt im Moment leider nur als PDF-Format zur Verfügung. Das ist genau das Problem. Wir haben viele, viele Daten veröffentlicht, aber die stehen oft als PDF, HTML-Tabellen, CSV und so weiter, bunt verteilt in diesen kompletten Plattformen zur Verfügung. Und dann finden sie vielleicht Daten und dann ist die Frage, was darf ich jetzt damit machen? Weil veröffentlicht sind sie, klar, aber nur weil sie bei mir auf der Webseite stehen, heißt es ja nicht, dass ich die nehmen kann. Ich kann ja nicht jedes Bild nehmen, was auf einer Webseite steht und das beliebig weiterverwenden. Das heißt, unser Problem war jetzt als nächstes, dass wir sowas anfangen wollten, erstmal wie ein kleines Open-Data-Portal, was wir jetzt relativ schnell stemmen können. Schauen wir, ob das jetzt da funktioniert. Oh, ich komme fast offen ins Netz. Das Open Wi-Fi ist noch nicht ganz so open. Können den ich kann es auch eingeben, also ich finde ihn auch, den Link. Ja, passt schon. Okay, gut. Das ist noch nicht offen. Ja, Sie werden auch gleich sehen, mir geht es da ähnlich wie dem Kollegen. Wir sind nur mitten in der Arbeit. Ja, genau. Es ist nicht sehr geschützt, weil es sind im Prinzip sind es offene Daten, aber wir machen es halt so, dass wir, bevor wir unsere Daten ins Netz stellen, auch nochmal ein bisschen testen wollen. Und das ist halt unser geschützter, offener Bereich. Vollkommen egal. Es ist auch nichts Geschütztes an Daten. Sie sehen auch schon, dass es noch nicht so ganz rund aussieht. Da fehlen noch ein paar Bilder und es fehlt auch noch einiges an Inhalten. Worum es mir nur geht, wir werden so ein kleines Open-Data-Portal erstmal starten. Und die Idee, die dabei da ist, dass wir eben hier einen Katalog anbieten, wo wir uns so vorstellen, dass wir den nach verschiedenen Themenbereichen gliedern und erstmal zeigen, was es bisher bei uns im Netz schon an offenen Daten gibt. Also zum Beispiel im Bereich der Bevölkerung, wir haben die Migrations- und Zuwanderungsberichte, wir haben statistische Berichte vom Seniorenamt, wir haben statistische Bevölkerungsdaten vom Statistischen Amt, die stehen alle schon im Netz. All das, was es sozusagen an Massendaten gibt, zumindest erstmal thematisch zusammenzutragen an einer Stelle, damit man schon mal überhaupt findet, was gibt es für Daten. Das ist der erste Schritt. Die sind in der Form noch nicht maschinenlesbar in der Regel, sondern sind erstmal PDF-Dateien, wenn Sie Glück haben, CSV-Dateien an manchen Stellen, aber auch nicht an allen. Das heißt, für eine dauerhafte, schnelle Verwertung natürlich nicht geeignet, aber zumindest sind die Informationen schon mal open. Also es sind keine geschlossenen Informationen mehr, aber sie sind halt, erfüllen nicht den Bereich der Maschinenlesbarkeit. Das ist uns auch vollkommen klar. Man sieht hier unten drunter maschinenlesbare Datensätze. Das ist jetzt sozusagen das, was wir dann als nächstes machen wollen, dass wir dann auf den Seiten halt anbieten wollen, wenn wir irgendwelche Bereiche in die Cloud gestellt haben von den Daten, dass die dann unten thematisch dann als maschinenlesbare Datensätze auch mit angezeigt werden. Ob sie dann noch zusätzlich die maschinenlesbaren einen eigenen Katalog kriegen oder einen Seekern-Katalog oder was auch immer, da sind wir uns noch nicht ganz einig, wie dann die Oberfläche aussieht. Aber generell wollen wir auf jeden Fall so einen thematischen Zugang für unsere Open-Data-Bereiche machen, weil wir glauben, dass es nicht nur Entwickler gibt, die das lesen wollen, sondern dass es halt auch
ja, Journalisten, andere Interessierte gibt, die die Daten vielleicht jetzt nicht maschinenlesbar verarbeiten wollen, aber sich trotzdem über die Inhalte möglichst schnell informieren können und die auch für ihre Arbeit weiterverwenden wollen. Die Daten, die jetzt da stehen, das geht praktisch jetzt durch die einzelnen Bereiche durch. Zum Teil gibt es schon was, zum Teil gibt es noch nichts. Brauchen wir jetzt nicht alle durchgehen. Das geht so ganz kleine Sachen wie zum Jahresbericht Pädagogisches Institut, wie viele Fortbildungen im pädagogischen Bereich gibt es und so weiter. Also da kann man, finden wir jetzt hunderte von Listen von Jahresdaten, von Jahresstatistiken und, was inzwischen zusammengetragen wird. Was für uns das Problem jetzt ist, das werden wir wahrscheinlich, gehe ich mal, nächstes Jahr, Februar oder wahrscheinlich veröffentlichen. Februar, März ist so die Zielsetzung, dass das Portal online geht. Die interne Aufgabe, die wir bis dahin haben, ist, alles, was man jetzt da an Links sieht, ist mit der Dienststelle noch nicht lizenztechnisch geklärt. Das ist ein bisschen unser Problem, dass wir bei den Daten nicht wissen, ob wir wirklich alles weitergeben dürfen. Und es ist gerade bei diesen Jahresberichten und so weiter, wird es richtig unangenehm. Wenn wir es maschinenlesbar dann irgendwann hinkriegen, die Rohdaten ja, aber in den Jahresberichten wird es oft schwierig, weil da sind zum Beispiel oft Bilder drin. Für die Bilder haben wir oft einfache Nutzungsrechte bekommen. Das heißt, ich kann die Broschüre zwar bereitstellen zum Lesen, ich darf sie aber nicht weitergeben zur Weiterverarbeitung, weil ich für die Bilder, die da drin sind, keine erweiterten Nutzungsrechte gekauft habe. Macht man in der Regel auch oft nicht, sondern ist für eine Broschüre erstellt worden. Deswegen habe ich halt einfach erstmal für die Präsentation das Bild. Und das birgt natürlich Risiken, weil wir im Moment jedes Dokument angucken müssen und schauen müssen, was ist da an Lizenzen in diesen einzelnen Dokumenten drin, können wir das weitergeben. Das kann man sich vorstellen, bei 10.000 Dokumenten macht es nicht wirklich Spaß, so heranzugehen. Das ist einfach ein Massenproblem. Deswegen versuchen wir halt jetzt einfach mit den interessanteren Daten dann Stück für Stück anzufangen. Ja, und wie löst ihr das dann? Stopp. Sorry, ihr löst das dann. Also fangt mal mit, sagen wir mal, diesem Jahresbericht an. Dann stellt ihr fest, 5 Bilder gibt es drin, 3 davon dürfen nicht weitergegeben werden. Gut. Das ist mal eine Aussage. Und wie geht's weiter? Dann wird es wahrscheinlich bei uns so sein, dass der Jahresbericht keine Open-Lizenz bekommt, weil wir werden ihn auch nicht verändern, weil das macht auch keinen Sinn. Das ist ja ein Dokument, was auch so in der Öffentlichkeit war. Sondern im Prinzip wird es dann darum gehen, dass wir die Daten, die in dem Bericht sind und für weitere Verwendung interessant sind, in die Cloud dann bekommen. Das ist sozusagen die Idee. Wenn es jetzt zum Beispiel Datenmaterial in diesem Bericht gibt, statistisches Material, dass man das rausnimmt aus dem Bericht und versucht, die Daten entweder dauerhaft, das wäre natürlich immer das Schönste, sozusagen jedes Jahr oder immer dann, wenn sie halt auftreten. Wir haben aber auch Daten, die halt nicht jährlich oder nicht monatlich oder quartalsmäßig auftreten, sondern die vielleicht bloß alle 3 Jahre mal erhoben werden. Die wird man dann halt einmalig als Datentabelle einstellen. Da macht es keinen Sinn, eine Aktualisierung einzustellen. Also uns ist im Moment bewusst, dass die Arbeit sozusagen darin besteht, einmal die Lizenzen zu suchen und zu suchen, was können wir rausgeben und zum anderen da, wo wir jetzt dann die Daten haben, anzufangen, das rauszunehmen, was wirklich maschinenlesbare Daten sind und was auch von Interesse sein kann. Und diese Wertigkeit bei den Massen an Daten, die wir haben, müssen wir irgendwo anfangen und werden halt jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren, keine Ahnung, wie lange dieser Prozess dauert, Stück für Stück Daten aufbereiten. Und es wird an manchen Stellen einfach gehen und an manchen werden wir relativ viel Handarbeit machen müssen und die werden relativ spät kommen. Je mehr Handarbeit, umso länger wird es auch dauern, bis da Daten bereitgestellt sind. Wenn ich wieder zurück will zu meinem, ich bin ja super Mac-Mensch. Okay, das bloß mal so als kurzer Blick nochmal auf unseren aktuellen Stand vom Open Data Portal, wo es da hingehen wird. Ich habe es erwähnt, gerade läuft die Abfrage von diesen Daten. Ein weiteres Problem, was wir zurzeit mit unserem Rechtsamt und natürlich auch mit den ganzen Dienststellen diskutieren, ist die Frage der Lizenz. Mit welcher Lizenz stellen wir denn dann unsere Daten bereit? Da gibt es in Deutschland einen gewissen Streit unter den Kommunen und auch im Städtetag gibt es da durchaus sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Die GovData, also das deutsche Portal oben drüber, hat ja unter anderem dann auch jetzt diese Datenlizenz Deutschland mitgebracht.
als eigenständige Open Data Lizenz mit einmal Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 1, die klassische, und die zweite erweiterte für nicht kommerziell, wo wahrscheinlich jeder, der ein bisschen mit Open Data arbeitet, sagt, naja, nicht kommerziell ist keine Open Data Lizenz, weil es natürlich auch extrem einschränkend ist. Also die Kommerzialität ist auch manchmal ganz, ganz schwierig zu definieren, wo sie beginnt. Das ist auch ein Haken dieser ganzen Lizenzen. Deswegen, wenn man wirklich ernsthaft will, dass die Daten weiterverarbeitet werden können, dann kann ich eigentlich nur grundsätzlich erstmal nur die erste Lizenz verwenden. Das sehen wir auch so. Das führt aber natürlich in einer Stadtverwaltung, die gewohnt ist, auf den Daten zu sitzen und auch Herr über die eigenen Daten zu sein, manchmal schon zu einer gewissen Unsicherheit, nenne ich jetzt das mal, bei vielen Kollegen, die halt jahrelang damit gearbeitet haben und jetzt plötzlich kommt jemand und sagt, ich nehme dir jetzt alle deine Daten weg und die stellst du ins Netz und jeder darf damit machen, was du willst. Diese Unsicherheit muss man abbauen und muss die Ängste auch abbauen in so einer Stadtverwaltung. Das ist halt einfach nicht geübt. Und wir müssen halt langsam da auch vorgehen, haben Dienststellen, die ganz gerne und schnell mit uns zusammenarbeiten, die das gewohnt sind, so wie die Umweltdaten oder Statistisches Amt oder so, die schon immer Daten bereitstellen. Für die ist das überhaupt kein Problem. Für andere Dienststellen ist das natürlich wesentlich schwieriger, weil sie das einfach das Verfahren auch nicht gewohnt sind. Wir haben uns jetzt gegen die Datenlizenz Deutschland entschieden. Es gab ja auch relativ viel Kritik im Netz an dieser Datenlizenz, weil sie einen Passus drin hatte, der nicht so schön ist, nämlich die, dass ich bei den Veränderungshinweis, also hier unten, oder der Quellenvermerk ist zu löschen, sofern die Datenhaltestelle dies verlangt. Das heißt, wenn nachträglich der Stadt Nürnberg einfällt, dass wir irgendwas zurückziehen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann muss der Nutzer, der die Daten eingebunden hat, schlussendlich den Quellenverweis wieder rausnehmen und damit auch kann er auch die Daten in der Form nicht mehr verwenden. Was natürlich für eine automatisierte Verarbeitung, geschweige denn für ein sinnvolles Arbeiten mit diesen Daten, relativ schwierig ist. Da gibt es unterschiedliche juristische Auslegungen. Ich selber bin kein Jurist, deswegen haben mir auch schon einige Kommunaljuristen erklärt, dass das alles nicht so schlimm ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber es liest sich anders und die Leute sind extrem verunsichert, wie sie damit umgehen müssen und können auch die Folgen da nicht abschätzen. Deswegen hat sich die bisher nicht wirklich durchgesetzt und aus meiner Sicht auch zu Recht. Wird aber noch verwendet, aber andere Städte, wie zum Beispiel große Datenportale Österreich, Wien.at, verwendet schon immer die Creative Commons. Köln hat auch auf die Creative Commons umgestellt. Wir werden wahrscheinlich auch auf die Creative Commons BY, also auf die Namensnennung gehen, was ja im Prinzip die freiste Variante ist, jetzt mal, wenn man noch von der CCO absieht, mit der früheren Public Domain Lizenz. Da gibt es im Moment noch ein paar Diskussionen, aber wahrscheinlich wird es bei uns die BY-Namensnennungslizenz werden. Das heißt, alle Daten müssen halt frei lizenziert, aber unter Nennung des Namens, aber ohne der Möglichkeit, dass mich es auch wieder zurückholen kann, die Lizenzen. Also das ist so im Moment der Weg, wo wir einschlagen. Da sind wir gerade mit den einzelnen Dienststellen am Reden, ob das für ihre Bereiche passt. Ja, und wo stehen wir und wie geht es jetzt weiter? In den nächsten Monaten ist die Fertigstellung des Datenkatalogs jetzt angebracht. Wir sind jetzt fast durch alle Dienststellen durch. So eine Abfrage dauert, das sind ungefähr 270 Fragebögen gewesen, die wir da versendet haben, allein in der Stadtverwaltung, die aufbearbeitet werden müssen. Das Ganze macht bei uns eine 0,25-Stelle. Also man muss sich ja nicht vorstellen, wir haben jetzt ein Open-Data-Büro, was sich damit ernsthaft beschäftigt, sondern wir haben ein Online-Büro, was sich damit beschäftigt. Und dieses Online-Büro besteht, nur damit Sie einmal Größenordnungen haben, wie sowas in der Stadtverwaltung aussieht, das Online-Büro besteht aus 5 Stellen und ist zuständig für alle städtischen Internetauftritte, Portal, die 160 anderen Auftritte mit über 400 externen Redakteuren, die daran arbeiten. Wir haben noch ein Intranet, wir haben Social-Media-Kanäle, und wir machen nebenbei noch ein bisschen Open Data und wir programmieren auch unser CMS selber mit diesen und machen auch die kompletten Grafiken mit diesen 5 Leuten. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein Riesenapparat sitzt, sodass das halt auch ein bisschen das Problem natürlich ist, wenn man Open Data richtig ernsthaft machen will,
Das zeigen auch die Städte, die es im Moment gut, also gut oder zumindest umfangreich machen. Schauen wir uns mal Berlin an oder Köln, die sehr stark, oder Wien auch. Ich habe erst vorletzte Woche mit dem Wiener Kollegen geredet. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da sitzen zum Teil 3, 4 Stellen, die sich damit beschäftigen. Die Berliner haben es über ein EU-Projekt finanziert, im Millionenbereich angesiedelt, auch von dem, was sie an Geld eingesetzt haben, um diese Umsetzung der Datenportale zu machen. Das ist natürlich bei den meisten Kommunen und jetzt auch im Beispiel bei der Stadt Nürnberg im Moment einfach nicht drin. Da ist weder das Geld da noch das Personal. Das heißt, wir werden immer wesentlich langsamer sein, als das die Berliner sind, die interessanterweise für solche Sachen immer ungeheuer viel Geld haben. Zwar chronisch pleite, aber immer die größten Projekte am Start. Ist einfach so, da kommt natürlich immer die Mischung aus Kommunal- und Landesfinanzierung rein, muss man natürlich sagen. Das ist in Berlin ja anders. Es ist ja bei den Hamburger ähnlich. Da haben wir natürlich immer die verschiedenen Ebenen und nicht nur eine klassische Stadtverwaltung. Projekt maschinenlesbare Daten. Auch da ist so die Zielsetzung, dass wir im ersten Quartal mal erste Testergebnisse haben, mit denen wir dann mal diese Umsetzung auf der Azure Cloud probieren, ob das für uns ein Weg ist. Wir wissen es noch nicht. Nur als kleine Anekdote, wie kompliziert es in Stadtverwaltungen sein kann. Wir haben 3 Monate gebraucht, einen Zugang zur Azure Cloud zu kriegen, weil das Problem ist, um den Account einzurichten, braucht man eine Kreditkarte. Sowas gibt es aber in städtischen Kommunen nicht unbedingt. Und es war mit Microsoft erstmal nicht möglich, auf dem einfachsten Weg einen Account für eine Stadt einzurichten, ohne eine städtische Kreditkarte. Und wir mussten 3 Monate komplizierte Wege gehen und Kommunikation, bis endlich mal überhaupt ein Zugang auf so eine Cloud eingerichtet war. Das ist einfach anders wie bei Firmen, da würde jeder sagen, ziehe ich die Karte raus und dann ist gut und dann habe ich meine Cloud innerhalb von einer Stunde. Bei uns dauert sowas halt schlimmstenfalls mal 3 Monate. Wir haben es jetzt aber. Es ging. Aber ja, nur durch gutes Zureden und gute Kontakte. Nein, das mache ich normalerweise. Aber in dem Fall ging es darum, dass es eine Kreditkarte ist, die sozusagen von der Behörde ist. Also die private war da nicht sinnvoll. Ähnliche Probleme hatten wir nebenbei bemerkt, einen Apple Store einzurichten. Das hat uns auch mehrere Tage gekostet, bis wir irgendwie festgestellt haben in London, dass unser CIO halt leider ein Oberbürgermeister ist und dass der anders heißt und dass der halt Oberbürgermeister ist und keinen anderen Namen hat. Das hat in London länger gedauert. Auch ein Mayor hat nicht gereicht, sondern es war ein langwieriger Prozess festzustellen, dass unsere oberste juristische Person halt irgendwie anders firmiert. Also solche Sachen sind dann eher so die kleinen Details, die es manchmal in der Kommune dann auch schwierig oder manchmal auch lustig machen. Letzter Blick dann. Die Idee war, falls es uns wirklich gelingen sollte, 2014 dann auch Daten ins Netz zu bringen und in die Cloud Daten zu kriegen, dann war nochmal die Überlegung, ob man zusammen mit der OSBF oder auch mit anderen Partnern, also da sind wir relativ offen, das wird man auch sehen, in welchem Rahmen das Sinn macht, halt nochmal so einen kleinen Entwicklerwettbewerb macht, um halt vielleicht ein paar Applikationen mal anzutesten, was man machen könnte und vielleicht mit einer kleinen Prämierung auch einen kleinen Anreiz zu schaffen, mal zu gucken, ob mit den Daten überhaupt was angefangen werden kann, ob sinnvolle Projekte zu machen sind. Als letzten kleinen Satz noch, weil es bei den Open Data auch bei der Einleitung am Anfang gesagt worden ist, also es ist auch ein bisschen eine Urangst bei uns da. Das Beispiel mit den Immobilien war so ein Klassiker mit der Immowelt. Es ist ja ganz toll, dass ich mit den Daten darstellen kann, wo ein gutes Wohngebiet ist. Aber die Definition, was gut ist und was gewünscht ist, ist natürlich unterschiedlich. Und man kann mit den Daten natürlich dann auch Sachen machen, die jetzt im Sinne einer moralisch-ethischen Kommunalverwaltung, was sie zumindest glaubt, dass es ist, nicht immer unbedingt wünschenswert ist. Also das Beispiel war ja, wo ist viel Lärm? Viel Lärm kann auch sein, wo sind viele Kinderspielplätze. Das Problem gab es auch schon in anderen Städten, dass man sozusagen dann halt die Bereiche der Immobilien auch nach Lärmbelastung durch Kinder klassifiziert hat. Und solche Sachen, wenn die Daten öffentlich gelegt worden sind, wo sind die öffentlichen Spielplätze?
dann sagt bei uns jeder in der Stadtverwaltung, das machen wir nicht öffentlich, das muss man nicht genau wissen. Die sind einfach da, wir haben eh schon so viel Ärger mit den Spielplätzen und den Anwohnern. Und es gibt so viele Menschen, die sich darüber beschweren, dass vor ihrer Haustür ein Spielplatz ist. Wer ist gerade attraktiv für junge Familien? Sorry, wäre das nicht sowas, ist doch sehr ambivalent. Das wäre doch in diesem Falle extrem attraktiv für junge Familien, wo ich noch andere Kinder finde. Genau, das ist eben der Positivblick. Man kann es alles über einen Positivblick definieren, aber die Auswirkung, was Open Data damit macht oder was die Umsetzer damit machen, ist das eine. Das kann ein Portal geben, was ganz toll wäre. Die schönsten Wohngebiete mit Kinderspielplätzen und den idealen Kindereinrichtungen, das wäre die schöne App. Und die andere App ist die, da ziehst du in Nürnberg nicht hin, da gibt es Kinder, Ausländer, Migranten, da spricht man nicht Deutsch, was weiß ich. Und das sind alles Sachen, die wir zum Beispiel als Stadt der Menschenrechte nicht möchten, dass es bei uns in Nürnberg eine App gibt, wo drin steht, wo man am besten nicht hinzieht, weil vielleicht der Ausländeranteil über 5% ist, was in vielen Bereichen wahrscheinlich in Nürnberg der Fall sein wird. Aber das kann nicht unser Wunsch sozusagen sein, dass solche Sachen entstehen und mit den Daten von uns entstehen. Schlussendlich kann er die Daten jetzt auch noch irgendwie kriegen, aber das sagen halt unsere Statistiker, es wäre ja schön, wenn wir es ihm nicht ganz so einfach machen, den Leuten die Daten zu kriegen. Also das ist so eine inhaltliche Hemmschwelle, die in der Diskussion da ist, wenn wir über bestimmte Daten reden, dass es halt auch einen Missbrauch geben kann. Alles, was in der schönen Open-Data-Welt funktioniert, funktioniert halt auch in der für uns schlechten Open-Data-Welt. Und die muss man zumindest mal mitdenken. Und deswegen gibt es nicht nur Hurra-Schreie, wenn wir mit Datenbereitsteller in der Stadtverwaltung reden. Da bin ich auch ganz ehrlich. Da sind wir natürlich als Webbüro immer eher sehr fortschrittlich und sagen, her mit den Daten. Aber da kommen natürlich auch wirklich ernsthafte Bedenken und die sollten wir auch nicht ganz vom Tisch wischen auf einen Schlag über die Frage, was kann mit solchen Daten passieren und wo sollten wir aufpassen. Das vielleicht so als schließende Klammer zu dem, wo wir im Moment stehen, was wir tun. Ich hoffe, dass wir, falls es Webweg nächstes Jahr wieder irgendwas zu Open Data gibt, dann vielleicht mal mit ersten Cloud-Sachen auch aufweisen können. Soweit mal der erste Rundumschlag.